Hallihallo Leute, ich bin der Hyrus und ich heiße euch herzlich willkommen hier zurück zu Resident Evil 3. Das hat jetzt meine Stimme ganz schön angegriffen. Aber ich habe jetzt schon mal diese drei Objekte, diese drei glänzenden Objekte aus den Statuen genommen. Das waren drei verschiedene Kugeln. Einmal eine Bernstein, Obsidian und eine Kristallkugel. Und diese gilt es jetzt in der richtigen Reihenfolge hier in dieses Rätsel zu packen, beziehungsweise in diese Bilder. Und das werde ich jetzt einfach mal tun. Übrigens, nur so am Rande erwähnt, dieses Rätsel kenne ich noch sehr gut, deshalb ist es für mich jetzt ein leichtes, diese Sachen alle einzusetzen. Man muss, wenn man die Sachen einsetzt, insgesamt muss diese mittlere Uhr 12 Uhr ergeben. Das erschließt sich eigentlich, wenn man sich das erste Bild anguckt und das dritte Bild auch noch betrachtet, dann erschließt man das ganz einfach. Und weil die beiden Bilder stehen auf 12 Uhr jeweils und das mittlere Bild muss halt eben auch auf 12 Uhr kommen. Und wenn man das dann bekommen hat, dreht sich die Uhr nach vorne und man erhält das Zahnrad, was man oben für den Glockenturm braucht, um die Glocke endgültig zu läuten. Und das nehmen wir natürlich jetzt auch mit. Des Weiteren habe ich mich mal schlau gemacht, ob man Nemesis nochmal besiegen muss. Und ja, ein einziges Mal muss man ihn noch besiegen. Und dieses eine Mal wird dann wohl wahrscheinlich jetzt dann sein, sobald ich nochmal in einem Safe Room war, um dort halt mich auszurüsten, so dass wir gegen ihn wirklich gewappnet sind. Das ist dann aber auch das letzte Mal, dass man ihn wirklich, dass man ihn wirklich besiegen muss, hat er irgendwas? Oh ja, der hat was. Scheiße, ich bin vergiftet. Ah, fuck. Warte mal, so ein Erste-Hilfe-Spray heilt das nicht auch Vergiftung? Nein, natürlich nicht. Toll. Ah, fuck. Okay. Ruhig bleiben. Wir schaffen das. Hoffentlich. Oh. Das Nemesis-Theme ist, glaube ich, weg. Oh ja, das Nemesis-Theme ist weg. Okay, das ist jetzt erstaunlich. Dann gehe ich doch lieber mal in die große Halle nochmal zurück. Dann gehe ich in die große Halle und heile mich dort an den blauen Kräutern. Es sei denn natürlich, er ist jetzt hier. Aber ich glaube, er ist gerade komischerweise weg. So, erstmal hier heilen. Heile dich bitte. Ja. Okay. Nee, nochmal brauche ich es nicht benutzen. Ich bin auf gut, habe jetzt zwar einen Erste-Hilfe-Spray verbraucht, aber was soll's. Schade, dass ich jetzt... Ja, es ist jetzt doof, dass ich natürlich jetzt Nemesis nicht besiegen kann. Das ist natürlich jetzt sehr doof. Ach so, was mache ich denn? Ich möchte natürlich hier rein, weil ich muss ja wieder nach oben. Eigentlich wollte ich den jetzt nochmal besiegen, weil ich weiß nicht, ob uns da nochmal eine Möglichkeit danach bleibt. Also wir müssen ihn auf jeden Fall noch einmal hier besiegen, aber das kommt ja dann erst noch. Ich weiß nicht, ob wir später ihn auch einfach nochmal besiegen können, wenn wir nochmal gegen ihn kämpfen müssen. Und dann trotzdem noch die Sachen erhalten. Oder ob das grundsätzlich egal ist, wann wir ihn besiegen. Weil einmal müssen wir ihn noch besiegen, dann haben wir alle Sachen, die wir von ihm bekommen können, abgegrast, sage ich mal. Also einmal wäre noch notwendig. Aber ich weiß halt nicht, ob es bis zum bestimmten Zeitpunkt sein muss oder ob das vollkommen egal ist und wir ihn einfach im Laufe des Spiels so oder so nochmal töten können. Hier liegt noch ein Farbband, sehe ich gerade. Das kann ich einfach mal mitnehmen. Weil wir sowieso gerade Platz noch haben. So. Wir müssen sowieso an die Kiste. Denn wir müssen uns jetzt auch... Halt mal, die lasse ich gleich mit hier. Wir müssen uns jetzt ein bisschen vorbereiten auch. So. Hm.
Frage ist auch, nehme ich den Minenwerfer mit oder lasse ich den Minenwerfer lieber mal noch hier und sag beispielsweise, ich mach das so. Wo ist denn jetzt das andere Zahn? Achso, das ist unten. Ich glaube nämlich, die Zahnräder muss ich eh kombinieren. So, wartet mal, das kann ich ja jetzt hier wieder schön kombinieren. Das kann ich damit kombinieren. Und die Frage ist jetzt natürlich... Gehen wir mit der Granatenmuni so rein ins Geschehen oder sagen wir lieber nee? Wir passen lieber. Wir haben, wie gesagt, auch noch den Minenwerfer. So ist es nicht. Wir haben auch noch die Magnum. Ich nehme die Schrotmuni noch mit. Ich denke eigentlich, das sollte reichen. Ich bin eigentlich der Meinung, wir setzen erstmal hier das Ding ein. Wir setzen erstmal das Ding ein und wechseln dann hier. Wir machen es, glaube ich, erstmal so. Oder? Was sagt ihr? Ich finde, das ist eine gute Idee. So. Einsetzen. Räusper, räusper. Jetzt klangt die Glocke. Klingelingeling. Gut, und jetzt die Frage, versuchen wir es so? Also wir müssen jetzt auf jeden Fall nochmal gegen Nemesis kämpfen. So viel kann ich euch schon mal sagen. Frage ist, versuchen wir es so, wie wir jetzt ausgerüstet sind, oder nehmen wir lieber doch noch den Minenwerfer oder so mit? Ich weiß es nicht. Wobei wir sagen könnten, komm, wir nehmen den Minenwerfer noch mit, ja? Ich meine, wir haben sowieso noch Platz. Wenn ich jetzt sage, ich nehme den Minenwerfer einfach mal noch mit, zur Sicherheit... Warum nicht? Heilung haben wir genug. Ach komm, ich versuch's jetzt einfach so. Und ich glaube, ich fange mit dem Granatwerfer an. Und ich versuch's jetzt einfach so, ihn zu besiegen. Ich wag das einfach mal. Einfach mal wagen. So. Alter, wie laut der Glockenschlag auch ist, das ist mir gar nicht so aufgefallen vorher. Wie laut das Spiel auch ist. You're saved. Down here. It's finally over. Huh? Wir dachten, dass es vorbei ist. Nur leider macht sich Nemesis nichts aus dem Rettungsversuch. Oh shit. Jetzt sind wir auch noch infiziert. Das passt ja wieder super alles hier. So, jetzt müssen wir ihn sowieso besiegen. Wichtig ist jetzt hier, versucht erstmal den Raketen auszuweichen. Nicht so wie ich jetzt gerade. Das ist dann nicht so gut. Oh oh. Ach du Scheiße, ey. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich glaube, jetzt hat er den Raketenwerfer weggeschmissen. Jawohl. Oh shit, oh shit, oh shit. Oh, komm schon. Oh, das gibt's nicht. Problem ist jetzt natürlich auch, ich sehe nicht, wie verletzt ich bin, weil Virus angezeigt wird, ja. Oh. Das hatte ich... Scheiße, der weicht jetzt hier unseren Schüssen aus. Okay, komm schon, steh hoch. Steh hoch. Oh, scheiße, ich bin auf Achtung. Jetzt bin ich, glaube ich, tot. Ich glaube, ich habe es schon versaut. Ja, habe ich. Ach, fickt euch doch. Okay, das kann ich gleich nochmal probieren.
Ja, bis gleich. So, nach dem kleinen kurzen Schnitt sind wir dann jetzt auch schon wieder hier im Menü, wenn Nemesis auf uns trifft. Und ich habe mir jetzt mal erlaubt, die Munition für... Ich glaube, ich habe jetzt die ganze Zeit daneben geschossen, einfach nur. Ich glaube, der... Oh. Oh, ich glaube, wir haben getroffen die ganze Zeit. Boah, soll ich mal den Minenwerfer ausprobieren? Oder ich lasse... Ich glaube, ich lasse das erstmal. Und hau einfach weiter drauf. Auf den guten Herrn. Komm schon. Komm schon. Okay, okay, jetzt heilen. Ich heile mich einmal. Renn einmal hier drumherum um den guten Herrn. Wenn er das Gute ist, wenn er die Waffe in der Hand hält, dann greift er uns nicht. Und das ist das verdammt mega Geile. Und schon haben wir ihn gepackt. Alter, hätte ich das nicht beim ersten Mal so machen sollen. Warum habe ich gesagt, weich den Schüssen immer aus. Wenn er die Waffe in der Hand hält, dann greift er uns nicht. Das ist das Positive. Na gut, wir haben ihn ja erstmal gepackt. Oh nein, die arme Jill. Auch noch infiziert. Wir haben ja den Virus jetzt in uns. Das ist ja das... Oh, Carlos, ganz cool. Erstmal über Nemesis springen. Jill! Hang in there! What have I done? I'm sorry, Jill. Please, wake up! Oh shit. Jill ist halt infiziert jetzt. Ja, das ist auch nicht gerade das... Jill! Positivste. October 1st, night. I woke up to the sound of falling rain. I can't believe I'm still alive. Noch bist du am Leben, Jill. Noch. Carlos? It looks like our roles have been reversed from when we originally met, huh? Don't worry, Jill. This chapel is safe. I've been infected by the virus, haven't I? Hey! Take it easy. I'm okay. Don't feel any pain. But that's what bothers me. If I can't feel anything, then what does that mean? Don't give up, Jill. I'll take care of you. Whatever you do, don't let that virus beat you. Oh nein, Jill, so einfach geben wir dich nicht auf. Also, das ist jetzt also Carlos. Das habe ich euch nämlich nicht erzählt am Anfang des Let's Plays. Wir schlüpfen auch in die Rolle von Carlos Oliveira, den zweiten spielbaren Charakter hier in Resident Evil 3. Sehr cool, oder? Problem an der ganzen Geschichte ist nur... Wir haben nicht mal Heilung mit dem Guten. Jill hat die ganzen Waffen und wir haben gerade mal ein Sturmgewehr mit 100% und eine Pistole. Der Söldner mit 15 Schuss. Wow. Also wirklich gute Voraussetzungen sind das nicht. Aber ich muss sagen, dieses ohrenbetäubende Regentropfen-Genießle hört sich wirklich schön an. Ich könnte jetzt wirklich einschlafen dabei. Seid ihr auch so jemand, der bei Gewitter gut schlafen kann? Ich kann bei Gewitter sehr, sehr, sehr geil schlafen. Ich finde das super. Ich weiß nicht warum. Viele Menschen sind so, viele Menschen nicht. Also, aber das ist auch wieder ein anderes Thema. So, ich habe mich ein bisschen dumm angestellt wegen Nemesis jetzt dann im Vorhinein. Ich hätte ihm die Waffe überhaupt nicht weglegen lassen sollen. Da greift er uns ja dann wieder. Das ist ja eigentlich das der Nachteil an der ganzen Geschichte. Aber ist okay. Macht das auf jeden Fall nicht, also versucht ihn gleich irgendwie abzuballern. Ich habe jetzt die Eisgranaten draufgehauen, weil die halt sehr effektiv gegen Nemesis sind. Und ich glaube noch knappe 6 Schuss mit dem anderen, mit der normalen Granatenmuni und schon war er down. Also wie gesagt, sich einfach ein paar Mal schlagen lassen, sich einmal voll heilen und gut ist. Also so solltet ihr das machen, wenn ihr es selbst mal spielt.
Zumindest auf schwer. Auf einfach ist das natürlich wieder eine andere Sache. Da schießt er, keine Ahnung, 6-mal insgesamt auf den drauf und schon ist es down oder so. Also, ja. Ich möchte auch ja euch ja auch immer so ein paar Tipps geben, wenn ihr das Ganze selbst mal spielen solltet oder wollt. Dann möchte ich euch auch ein paar Tipps geben, wie ihr es leichter machen könnt oder wie es von Vorteil für euch ist. Deshalb nur mal so die kleinen Tipps von mir am Rande. Macht's nicht so, wie ich es beim ersten Mal gemacht habe. Das geht dann mächtig schief, habt ihr ja gesehen. Gut, Leute, ich würde sagen, das reicht das mal wieder jetzt für diese Folge. Ist zwar nur 15 Minuten, aber wir sind gerade an einer schönen Stelle, wo ich sage, okay, da können wir auf jeden Fall einen Schnitt machen. Und von daher würde ich sagen, wir sehen uns hier in der nächsten Folge in der Haut von Carlos Oliveira wieder. Und bis dahin, haut rein und vielen Dank fürs Zusehen. Macht's gut.